Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter uns Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Frau Böttcher, das ist ein Gebet und Sie kennen es woher? Wer hat Ihnen das beigebracht? Das habe ich im Wannsee kennengelernt. Bei den Hedwig-Schwestern im Wannsee. Das Gebet finde ich grausam. Schon immer mit dem Todes unserer Sünden. Amen. Ich will mit dem Tod gar nichts zu tun haben. Ich will leben und will nicht tot sein. Wie alt waren Sie, wie Sie dieses Gebet gesprochen haben? Da war ich 8,5. Und so wie es sich anhört, haben Sie das nicht einmal gesprochen, sondern häufiger? Jeden Tag wurde es zum Mittagessen des Engels Herrn, um 12 Uhr zum Mittag wurde das gebetet. Wie viele Jahre lang, Frau Böttcher? Solange ich drin war. 16 Jahre. Sie haben ein Wort benutzt, Peinigerin. Was steckt dahinter? Ach, das muss ich jetzt vorlesen. Das kann also ich Peinigerin wissen. Heißt, sie hat sie persönlich angegriffen. Richtig fertig gemacht, richtig unterdrückt. Ich muss es mal vorlesen. Ich kann es einfach so nicht einfach so rüberbringen. Es waren willkürliche Schläge, Misshandlungen, sexuelle Demütigungen, Strafe stehen, Dunkelkammer, stundenlang den Kopf auf dem Tisch, auf der Tischplatte gelegen, Sprechverbote, erbrochenes Aufessen. Also das war für mich unglaublich. Und das war ich ja nicht allein, es waren auch andere Mädels noch bei, die in der Gruppe waren. Meistens sind es die gewesen, wo die Mütter nicht gekommen sind zu Besuch. Vielleicht. Und die andere Nonne, wenn die kam, die sagt immer, sie weiß von gar nicht, dass das so schlimm war und dass die war doch so nett und so. Ja, und dann sagte die andere noch, ihr wart doch so artige Kinder. Ich sage, warum haben wir denn das alles erlebt? Deswegen, wenn wir so artig waren. Das kann ich einfach nicht verstehen. Das verstehe ich heute auch noch nicht. Das Schlimmste kommt ja jetzt noch, was ich noch vergessen hatte. Ich wurde von allen 14 Kindern, wurde ich auf dem Boden, habe ich mich gekniet, nach vorne gebeugt, so. Da haben die alle auf meinen Rücken eingeschlagen. Mein Rücken war grün und blau geschlagen und habe angefangen zu stottern. Und an dem Tag wurde ich gleich ins Bett gesteckt, wo die Peinerin das gesehen hatte. Und dann war ich im Bett und dann kam die Nonne, die sonst immer abgelöst hatte. Die Schwester und die hat sie dann jetzt gezeigt, ich weiß nicht, was sie erzählt haben, sie wurde immer getuschelt. Und dann war eine Woche drauf oder die Woche noch, da kamen dann die Ärzte von draußen und dann sollte ich doch zur Untersuchung kommen. Da haben die dann vorgeschoben, dass ich krank wäre, dass die Ärzte das nicht sehen, dass ich die Rücken grün und blau habe. Das ist wie ein Lauffeuer rum. Dass ich sowas getan habe, aber dass man mir das angetan hat, davon war nie die Rede oder im Lauffeuer, da wurde nie drüber gesprochen, es wurde nur vertuscht. Ich stand fast, ich habe ja viel Strafen von ihr gekriegt, im Waschraum oder mit einem Wasser, im kalten Wasser stehen und so weiter alles. Die hat uns richtig fertig gemacht. Darunter leide ich heute noch. Meine Ärzte, die Schwester, alle. Wie hieß die Frau, die das gemacht hat mit Ihnen? Die ist heute nicht mehr im Kloster, die ist erst noch. Wissen Sie noch den Namen? Ja. Ich war dann mit meinem Mann denn da, weil es immer schlimmer wurde mit meinem Magen und Darm, weil ich da sehr darunter gelitten habe, weil ich schon kurz davor, dass ich schon kleine Ansätze im Magen hatte, Magengeschwüre. Ich dachte, mich schnürt alles ab. Ich meine, man sagt, jetzt gehst du zum Röntgen, geh zum Arzt. Ich wurde ja nur angeschrieben, an den Haaren gerissen.
Und dann wie Kemp also richtig unlieb, dass in die Haare rausging und so weiter. Das war furchtbar. Sind Sie in dem Heim auch krank gewesen? Ja, ich habe viel Erkältung gehabt. War viel Angina oft gehabt. Gab es eine Möglichkeit, dass Sie sich hätten beschweren können über diese Erzieherinnen? Nee. Also ich wüsste nicht, wohin ich gehen sollte. Zu wem soll ich denn gehen? Ich habe doch gar kein Vertrauen zu jemandem gehabt. Heißt das, ich habe ja Angst, dass ich noch mehr Strafe bekomme. Wie war denn das an so Tagen wie Ferien? Ach, ich weiß noch, jetzt fällt mir noch gerade ein, wo ich oben saß. Ich saß ja oft noch in der Gruppe, in dem Mädchen, wo ich noch als Mädchen in der anderen Gruppe war, in der Mädchengruppe. Ich habe mich immer abgesondert von den Kindern. Und dann saß ich oben am Fenster und habe immer die Kinder beobachtet. Und da habe ich auch zu der Schwester gesagt, für was lebt man eigentlich? Verstehe ich nicht. Weil ich beobachte tagtäglich immer, wenn ich von der Schule kam, das war das Einzige, was ich immer dann gemacht habe, habe die Kinder einfach auf dem Spielplatz beobachtet. Tja, da habe ich auch mal gesagt, für was eigentlich? Weil man so viel Strafe und so viel gepeinigt wurde und so was alles. Und das als Kind. Da habe ich auch mal gesagt, wo ist denn da der Gott? Da habe ich gezweifelt. Ich habe gesagt, wo ist er denn? Und deswegen habe ich auch die Kommunion nachher auch nicht mehr mitgemacht. Sind Sie noch katholisch? Ja, aber ich gehe nicht in die Kirche. Und die Schwester hieß damals, wo die mal oben kam und hat mich da oben gesehen, die hat heute noch mein Mann das selber gesagt, wo sie da war, hat sie das gesagt. Ja, stimmt, da oben, das Fenster da oben. Weißt du noch, wie du da oben saßt? Ich sage, na Gott sei Dank, dass sie das sagt, dass ich es nicht sagen brauche, dass sie es heute noch weiß. Überlegen Sie sich das mal. Wann sind Sie zum ersten Mal so in die Ferien gefahren? Kinder fahren doch am Schulferien. Ferien? Ja, da hatten wir mal, aber das war bei Willy Brandt-Zeit, wo der dann noch da war. Das habe ich ja noch vergessen zu sagen. Da hat der doch selber noch immer gesagt, sagen Sie mal, was lernen denn Ihre Kinder hier? Die sind ja zwei Klassen zurück, die lernen ja mehr beten als Schule. Das hat wörtlich mit die anderen mich schon. So ist es nicht. Bloß man leidet darunter, man möchte gerne schreien oder muss Hilfe rufen oder so, aber das hört ja keiner ein. Wenn man was sagen möchte. Ja, morgens beim Aufstehen gebetet, das Morgengebet. Dann sind wir zum Frühstückstisch gegangen, haben beim Frühstück auch wieder ein Gebet gebetet, nach dem Frühstück. Dann kam mittags das Engel des Herrn Gebet. Danach haben wir wieder gedankt fürs Essen, wieder gebetet. Abends ging es wieder vom Abendbrot und dann nach dem Abendbrot. Und dann, wenn Sonntag war, dann war wieder Sonntag die Messe, die heilige Messe. Dann ging es wieder los morgens und mittags, abends, bis zum Bett dann gehen, noch abends auch noch. Und dann war es abends in der Kirche dann noch sonntagsabends immer. Anstatt dann abends das Abendgebet vorm Bett gehen, das war dann abends in der Kirche das letzte Mal, dann um 6:30. Und dann war jeden Freitag, Herz-Jesu-Freitag, mussten wir vor der Schule auch immer noch zur Kirche gehen.